Wenn man am Leben ist, kann man verschiedene Phänomene erleben. Töne, Klänge, Musik, Farben, Formen, Geschmäcker, Gefühle, Gerüche, Elektrizitätsschocks und so. Unter den Farberlebnissen ist ein besonderes vielleicht auch, aber jetzt gerade nur für mich nur ein Beispiel unter anderen, das Farberlebnis weiß. Und die Frage ist, wann ist das Farberlebnis weiß am ehesten, am meisten, am wesentlichsten das Farberlebnis weiß? Ist es dann, wenn ich bloß weiß sehe? Ist zum Beispiel dieses Weiß, was ich gerade sehe, nicht weiß genug? Ist es nicht rein genug, nicht hell genug? Sind hier die anderen Weißtöne, die im Hintergrund auftauchen, oder die Schattierungen innerhalb des Weiß verschieden bessere, wesentlichere Weißerlebnisse? Zum Beispiel das Weiß ganz unten am Bildschirmrand jetzt ist eigentlich eher fast schon schwarz-grau, wird aber immer noch als weiß interpretiert. Ist das Weißerlebnis am stärksten, wenn es am stärksten kontrastiert, was es am stärksten tut mit Schwarz? Ist dieses Weißerlebnis hier jetzt gerade intensiver und wesentlicher ein Weißerlebnis als dieses Weißerlebnis? Und wenn man der Theorie folgen würde, dass dieses Weißerlebnis hier intensiver ist, weil ein Kontrast in meiner erlebten Welt, in der phänomenalen Welt dazu da ist, nämlich dieses Schwarz, dann könnte man weiterhin fragen, ist dieser binäre Kontrast, also oder die binäre Aufteilung der Bildfläche in halb schwarz, halb weiß, das beste Kontrastieren von Weiß, sodass es zum besten Weißerlebnis kommt, oder ist es die größte Auskostung des Kontrasts? Oder ist der Kontrast vielleicht stärker, wenn das Weiß weniger der Fläche einnimmt? Ist dann das Weißerlebnis intensiver? Ist es intensiver, wenn das Weiß mehr der Fläche einnimmt? Oder, um meine Antwort vorzustellen, ist das Weißerlebnis eigentlich dann am intensivsten, wenn die kontrastierenden Flächen möglichst, wie sagt man, möglichst auf verschiedene Weise durchs Bild verteilt sind. Also zum Beispiel eine große kontrastierende Fläche, nächst kleinere kontrastierende Flächen und immer kleinere, verzweigtere kontrastierende Flächen, auch hier. Ja, wie könnte man das dann gut nennen? Also wir haben sowohl eine große Fläche als auch kleinere und ganz kleine Flächen. Je kleiner die Flächen sind, desto mehr sind es bloß noch Linien, in dem Fall Zweige, zwischen denen das Weiß wiederum durchbricht. Das heißt, ich habe hier einen Bereich von Weißerlebnis, der anders ist als der Bereich von Weißerlebnis hier. Und habe insgesamt ein Weißerlebnis, das sich hier, wie es die Natur produziert, als das wesentlichste Weißerlebnis bezeichnen würde. Weiß wird nie weißer erlebt als im Schnee, in der Schneelandschaft.